So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Und wir spielen jetzt die schlimmste Warpzone, die es gibt in diesem Spiel. Ja, ich sag das die ganze Zeit schon. Jetzt wolltet ihr sie auch sehen und jetzt zeige ich sie euch erstmal. Jetzt muss ich erstmal wissen, wo die überhaupt ist. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich habe gar keine Ahnung, wo die ist. Wo sind die? Wo ist die? Ich weiß es halt echt nicht. Hier nicht, zufällig. Ich weiß es, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die überhaupt hier war. Haha. Okay. Und jetzt? Oh! Ist natürlich auch okay. Die nehmen wir natürlich auch mit. Haha. Machen wir halt erst das Level. Wenn ich nicht weiß, ob die da war. Ich schaue ich mir lieber nochmal genau. Ich habe nur nachgeschaut, in welchem Level die ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht verkackt habe. Was ist denn das Leuchtende hier bitte? Kann ich da drauf stehen? Anscheinend nicht. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Alter, was ist das für ein Level? Das kann ich mir ja gar nicht erinnern. Okay. Oh mein Gott. Genau. Genau. Hä? Da habt ihr es gesehen. Da stand ich doch in Fly Guy. Ich suche nochmal kurz. Irgendwo muss die doch sein. Die muss doch hier irgendwo sein. Wo sonst? Boah, geht das? Das wäre cool. Ha, ich bin ein Skiller. Ich bin ein Skiller. Ich bin ein Skiller. Aha. Interessant. Hier also. Oh je. Interessant. Sieht so aus, als würde ich da hinkommen. Gut, da haben wir sie ja. Jawohl. Ach, es ist gar nicht die. Oh! Ach, das ist ja noch gar nicht. Ja, ich bin ja auch so ein toller. Ich rede die ganze Zeit von, das ist die schlimmste Warpzone ever. Dabei ist sie gar nicht schlimm. Auch, aber der Typ ist schlimm. Boah. Irgendwie muss ich da rauskommen. Okay. Alter, das Vieh steuert sich so komisch. Okay. Aber ich glaube, das ist leicht. Ich habe echt gedacht, das ist hier jetzt die Kid Warp Zone. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr die schon kennt, aber das war jetzt ja eigentlich einfach. Und da hängt das Spiel schon wieder. Na, es geht schon wieder gut. Ich hab echt gedacht, das ist in der Hölle, weil Fly Guy, der kann nämlich auch so. Spiel. Bitte. Ich bitte dich, Spiel. Danke. Ich muss noch jetzt dieses doofe Level schaffen. So. Mehr möchte ich doch nicht. Okay. Das war natürlich schon mal ein guter Anfang. Ja, los. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, was das Spiel hat.
Kann das sein, dass es mich nicht mag? Spiel, warum magst mich nicht? Ja, muss erstmal kurz warten. Ich glaube, ich unterbreche mal kurz die Aufnahme. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, es geht. Wenn nicht, wäre es ärgerlich. Okay, so geht das auf jeden Fall. Jetzt habe ich schon mal raus. Habe ich mir schon fast gedacht, dass man das so machen muss. So, einmal so. Oh, da wollte ich gar nicht. Oh. Ich wollte eigentlich nur ran. Oh Gott. Bitte kommt in ein Part noch. Für heute. Hallo, hörst du mir aber zu, Spiel? Ich habe gesagt, in ein Part noch für heute, bitte. Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Da haben wir wieder die 60. Also solange es beim Spiel hier funktioniert und nur im Menü. Oh Gott. Hängen. Naja. Oh, da war ich ja schon da. Ja, war ich zu niedrig. Okay, komm schnell, bevor es wieder hängt. Haha. Ich muss nur noch 10 Minuten durchhalten, dann reicht's auch für heute. Also das Komische ist, das nimmt auch, dass es nur bei der Aufnahme manchmal so hängt. Weil, wenn ich nicht die Aufnahme dabei habe, dann habe ich durchgehend 60 Frames. Habe ich gerade ausprobiert extra. Alter, so schwer kann es doch nicht sein. Ich hatte es doch gerade auch schon. Da war wieder ein kurzer Hänger, den kennen wir ja schon. Naja, was soll's. Wir haben bald die Hölle von Anfang geschafft. Okay, nochmal. Okay, was wird hier? Okay, das sieht auch leicht aus. Da schnell hier rauf. Und wenn es oben ist, machen wir das. So. Okay. Was? Ich hab's doch geschafft. Ich war doch. Ich bin doch gesprungen. Hm. Diese Glitch-Level. Was mich gerade interessiert, gibt's im Ende auch ein Glitch-Level? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube in der letzten Welt. Das sind ja nur 5 Level in der letzten Welt. Ich glaube, da gibt's keine Glitch-Level. Ist die letzte Welt. Wenn ich mal ehrlich bin, nicht der letzte Welt würdig. Die ist, glaube ich, einfach. Die ist echt einfach. Also im Gegensatz zu der nächsten Welt, was jetzt nach der Hölle kommt. Ich meine, die Hölle ist ja schon scheiße. Schwer genug für mich. Aber was danach kommt, das ist Rapture. Und Rapture geht ab. Das kann ich euch aber sagen. Das Spiel. Es ist so abnormal schwer dann. Vor allem die Dark World. Oh Gott. Und vor allem die Bandagen zu holen. Was, das ist ein Level eh schon so schwer, dass du gar nicht drauf klarkommst überhaupt erstmal. Und dann sollst du es wegen so einer dummen Bandage entweder nochmal machen oder irgendwelche unmenschlichen Sachen, was du niemals schaffst. Wo du eine Stunde pro Level brauchst. Fast schon. Naja, da sind wir noch nicht. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal und schauen, dass wir endlich dieses dumme Glitch-Level schaffen. Und das war nix. Und da war ich doch dran. Och nee. Ist doch gar nicht so leicht. Hier hinten, komm mal schön. Dann spring mal genauso daran, dass du von der Seite drüber kommst, weil wenn du oben drauf stehst, dann kommst du nicht rüber. Du musst von der Seite machen, das ist mehr. Ja, von der Seite, wenn du springst, kommst du weiter. Höher vor allem, meine ich. So. Nein, dann wieder nicht geschafft.
Dachmastes. Beim letzten muss ich höher noch dran landen gleich. So, so, hier klappt's doch auch. Warum hier nicht? Jawohl. Okay. Und da rein. Und nochmal kurz und da rein. Warum sterbe ich da? Warum bin ich da schon wieder gestorben? Was habe ich falsch gemacht? Irgendwelche unsichtbare Scheiße, was mich da zum Sterben zwingt, oder was? Ich wusste doch letztes Mal, ich bin rechtzeitig gesprungen. Und das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und das ist Kacke, ganz ehrlich. Wenn jetzt hier auch noch unsichtbarer Mist kommt, oder Bugs, oder was weiß ich, was da kommt. Dann kann ich auch nicht das schaffen so schnell. Oder wieder diese dummen Frame-Einbrüche. Oh Mann. Geschafft. Jawohl. Okay. Nein, das war dumm. Das war einfach dumm. Das war nicht das Spiel, das war ich. Das war Dummheit. Gebe ich ja dann auch zu. Wenn es Dummheit ist, dann sage ich ja nichts. Aber wenn diese unsichtbare Scheiße da ist, was soll ich denn da machen? Und das war... Wollte irgendwie nicht springen, keine Ahnung. So. Das geht gut. Oh, ich bin so... Im letzten Stachel lasse ich mich treffen. Boah, was war das denn für ein Sprung? Der war richtig hoch. Gut. Wartet mal. Boah, das war eng. Nein, was mache ich denn da schon wieder für eine dumme Kacke? Ich muss doch nur da oben landen. Mann, ich reg mich gerade über mich selber auf. Oh, ich lebe noch. Na, doch nicht. Aber das Glitch-Level hier ist auch schwer. Das heißt, es ist schwer, es ist buggy, wenn eine unsichtbare Scheiße kommt. Ich sag jetzt einfach mal, dass nicht nur ein Feuer da Feuerbälle auf mich schießt, sondern zwei Dinge und der zweite einfach unsichtbar ist dann immer. Er versteht, was ich meine. So, genau so ging das immer. Jetzt haben wir es wieder. Oh Gott, ich bin... Nein, was ist das denn? Dummheit, pure Dummheit. Konzentriere ich mich mal wieder. Okay. Moment, andere Sitzposition. So. Das ist jetzt die Winner Position. Okay. Was? Was? Ich könnte hier schon wieder ausflippen. Das Level will ich jetzt eigentlich schon noch schaffen, gern. So. Ne, ne. Nicht nochmal so ein dummer Fehler. Okay. Ich passe einfach da. Ich mache da einfach einen kurzen Sprung da drüber und dann sollte das klappen. Auch wenn das ein bisschen verglitscht ist oder wie auch immer. So. Und runter. Und runter. Okay. Was war das da oben? Das Ziel ist gar nicht so schwer jetzt.
Langsam habe ich es raus. Ja, man lernt mit dem Bau. Das war aber ganz schön eng noch. Man lernt das Level. Man lernt die Level echt. Ach Gott, nee, da kommen ja zwei Bälle. Warum mache ich das schon wieder? Okay, ich schaff's in den nächsten 2 Minuten. Das sage ich euch jetzt einfach mal. Weil ich es jetzt raus habe. So. Ganz locker. Und dann kommt wieder so ein Ruckler, Mann. Das da. Ach, Mann. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich habe gedacht, mein PC ist gut. Darf man dann in dieses Lava-Ding? Das weiß ich jetzt leider nicht. Deswegen habe ich da noch ein bisschen vorsichtiger gemacht. Okay, das habe ich gewusst. Das hat man gesehen, dass das nicht klappt. Aber egal, jetzt in den nächsten 2 Minuten ist der Ruckler, der war schuld. Aber seht ihr, jetzt komme ich ganz gut dahin eigentlich. Immer. Ach ja, komm. Ich sollte mal einfach ruhig sein und die Klappe halten. Puh, vielleicht klappt es dann besser. Wie mache ich denn diesen Monstersprung immer? Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Auch locker drüber und wieder hier hin. Oh, das war eng. Was? Ich muss mir dann noch mal genau anschauen, wie nah ich ran kann. Ich überlege jetzt. Ach, Gott. Okay. In dem Versuchen sollte ich es eigentlich jetzt schaffen, mal in den nächsten paar. So, einmal so, dann so und dann hier runter. Dann einmal warten. Einmal so. Einmal hier rüber. Einmal hier rüber. Einmal hier rüber, einmal hier rüber. Einmal hier rüber, einmal hier rüber und darauf. Also, es geht doch. Erfolg. Puh. Puh. Sag ich da nur. Jawohl, und dann im nächsten Part geht's wohl weiter mit. Ja, der Dark World. Oh Gott. Naja, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Kommentieren und werten. Bis dann. Tschüss.